In diesem Video möchte ich die Grundlagen von LaTeX erklären. Angenommen, Sie haben sich überzeugen lassen, dass es sinnvoll ist, sich in diese etwas schwierige Materie einzuarbeiten, dann möchte ich Ihnen jetzt mal auf die harte Tour zeigen, wie man ein TeX-Dokument erstellt. Ein TeX-Dokument ist nichts anderes als eine Textdatei und dazu rufe ich mal den Texteditor meines geringsten Misstrauens auf. Das ist Sublime Text. In diesem Sublime Text gebe ich jetzt erstelle ich ein Textdokument, was nichts anderes macht, als eben einen Quelltext für LaTeX zu erzeugen. Und deswegen nennen wir es auch Tech in der Erweiterung. LaTeX Test möchte ich das nennen. Die Erweiterung ist Tech, Text, T-E-X, Text. So, was enthält ein LaTeX-Dokument? Es muss zwei Dinge enthalten. Erstens eine Präambel. Und zweitens das eigentliche Dokument. Was Sie hier sehen, sind Kommentare. Es ist möglich, in einem TeX-Dokument Kommentare einzufügen. Das ist ganz nützlich. Bei Word können Sie das nicht so ohne weiteres. Geht auch irgendwie mit Anmerkungen. Ne? Aber es ist schon kompliziert. Hier geben Sie einfach ein Prozentzeichen ein, haben jetzt einen Kommentar. Jedes LaTeX-Dokument braucht eine Präambel. Ohne die geht es nicht. In der Präambel steht eine Anweisung, ein Befehl. Und der Befehl heißt Dokumentclass. Dokumentclass. Die Klasse des Dokuments. Die Dokumentklasse wird wahrscheinlich sein, ja, vielleicht ein Buch. Sie wollen ein Buch schreiben, sagen auf Englisch Book und haben eine Dokumentklasse. Ohne dass wir uns um irgendetwas kümmern müssen, wird unser fertiges Dokument so aussehen, wie ein Buch eben aussehen könnte, falls wir in Amerika leben. Wir leben jetzt leider nicht in Amerika, aber wir tun es mal so. Das wird sich leicht anpassen lassen. So, ich habe eine Dokumentklasse und jetzt brauche ich das Dokument selber. Da habe ich ja auch schon hier im Kommentar darauf hingewiesen, das Dokument erzeugen wir durch eine sogenannte Umgebung. Umgebungen beginnen mit Beginn. Dann wird der Name der Umgebung angegeben. Der Name der Umgebung heißt hier Document, denn das ist mein Dokument. Und dann muss hier noch ein End hinkommen. Dazwischen ist mein Buch und das ist ein leeres Buch, da steht nichts drin, das müssen wir jetzt ändern. Mein erstes hübsches Buch in LaTeX gesetzt. Das hoffentlich hundertprozentig. Oh, das ist jetzt ein Kommentar. Natürlich, wenn ich ein Prozentzeichen angebe, erzeuge ich einen Kommentar. Was mache ich, um trotzdem ein Prozentzeichen in TeX zu bekommen? Ich muss es ähnlich wie in C++ oder anderen Programmiersprachen maskieren. Das geht durch ein Backslash. Ein Backslash sagt jetzt diesem Prozentzeichen, du bist wirklich gemeint und du bist kein Kommentarzeichen. Maskieren. Reservierte Zeichen müssen maskiert werden. Also wenn Sie in TeX ein Zeichen setzen wollen, was für TeX selber vorbehalten ist, für die Syntax von TeX, dann müssen Sie es maskieren. Manchmal reicht es nicht, ein Backslash zu schreiben. Es kann komplizierter sein. Sowas kann man googeln, gar kein Problem. Das hoffentlich hundertprozentig keinen Ärger macht, wollte ich schreiben. Keinen Ärger. Hoppla. Ärger. Ärger macht Ärger. Ärger macht. Punkt. So. Speichern. Das ist jetzt der Quelltext. Da hilft uns nicht weiter. So soll ja das am Ende nicht aussehen, sondern ich möchte ein Buch haben mit dem Inhalt, mein erstes hübsches Buch in LaTeX gesetzt, das hoffentlich hundertprozentig keinen Ärger macht. Ich muss das jetzt also dem Setzer geben, dem Verlag oder was auch immer. Unser Verlag ist aber TeX. Mit TeX redet man entweder in einer Entwicklungsumgebung, das machen wir gleich, das ist leicht, das ist schön, das ist komfortabel. Oder wir machen es auf der DOS-Kommandozeile oder Linux-Kommandozeile. Hier wechsle ich in das Verzeichnis, in dem mein Text sich befindet. Da ist meine Quelldatei LaTeX-Test. So, und den Setzer müssen wir hier aufrufen. Der heißt PDF-LaTeX. PDF-LaTeX ist das Programm, was jetzt, wenn ich ihn füttere mit dieser Datei LaTeX-Test, TeX schon weiß, was er tun muss. Er schnappt die sich und baut uns daraus ein Buch. Und das gibt er als PDF hoffentlich aus.
So, er sagt nichts von Fehlern. Er sagt einfach Output written on LaTeX-Test.pdf, eine Seite 16.290 Bytes, Transcript written in, on LaTeX-Test-Log. Also alles, was er gemacht hat, schreibt er in eine Logdatei, wenn mich das interessiert. Was ist vielleicht schiefgelaufen, kann ich es dann nachlesen. Und die fertige Datei heißt LaTeX-Test-PDF. Wenn ich die jetzt den Befehl hier eingebe, wird wahrscheinlich Sumatra PDF auf meinem Computer, ist er ja installiert, aufgerufen. Ja, und da sehe ich mein erstes hübsches Buch. Das hatte ich mir anders vorgestellt. In LaTeX gesetzt, das hoffentlich hundertprozentig keinen Ärger macht. Das hatte ich mir auch anders vorgestellt. Was ist schiefgelaufen? Das klären wir jetzt nicht auf, im Editor und in der Kommandozeile, sondern dazu rufen wir den die Entwicklungsumgebung auf, die ich vorhin empfohlen habe, nämlich TechStudio. Da ist unser TechStudio und ich öffne die Datei einfach hier in TechStudio. Da ist sie schon. Reservierte, was habe ich denn da geschrieben? Das ist die gleiche Datei, die wir vorhin hatten. Zunächst mal ist mir aufgefallen, dass LaTeX, das kann man auch als Befehl eingeben, slash LaTeX, und dann wird er das schöner setzen. Wie kann ich das hier übersetzen? Ich brauche nicht die Kommandozeile, ich muss mich mit dem ganzen DOS-Kram nicht herumschlagen. Ich gehe einfach hier im Editor, in der integrierten Entwicklungsumgebung, schaue mir, was der alles anbietet, zum Beispiel kompilieren. Kompilieren heißt, ich übersetze das Ding und jetzt wird anschließend in dem einschlägigen Verzeichnis das Buch als PDF vorhanden sein. Das kann ich dann aufrufen, mir anschauen. Das tun wir jetzt nicht. Wir machen das Ganze nochmal. Tools erstellen und anzeigen. Erst kompilieren und im internen Viewer das Ding anzeigen. Ich kann es aber auch in einem anderen PDF-Viewer betrachten. Ich habe TechStudio so konfiguriert, Option Konfiguration, dass ich einen externen PDF-Betrachter habe und das ist Sumatra PDF, was Sie vielleicht jetzt installiert haben. Ich kopiere mal den Pfad und schaue, ob das Ding auf meiner Festplatte vorhanden ist. Das muss ja eigentlich vorhanden sein, sonst habe ich einen dicken Fehler gemacht. Jo, Sumatra PDF-Exe, das ist auf C unter den üblichen Programmen installiert. Das habe ich hier eingetragen, irgendwann einmal benutze als externen PDF-Betrachter dieses Programm. Und jetzt kann ich hier einfach auf den externen PDF-Betrachter gehen und da habe ich es. So, jetzt sieht LaTeX richtig schön aus, LaTeX richtig schön aus, aber ich habe immer noch keine Umlaute. Hübsches Buch, das keinen Rücker macht. Ja, in Amerika gibt es keine deutschen Umlaute. LaTeX baut auf den sogenannten ASCII-Zeichensatz auf, American Standard of Information Interchange, und das kennt die Großbuchstaben, die Kleinbuchstaben, die Zahlen, ein paar Dinge wie Hochkommata und ähnliche Sachen, die man auf der ganzen Welt braucht, ansonsten nur das, was man in Amerika braucht, in Amerika der 70er, 80er Jahre. Unsere europäischen Umlaute kennt LaTeX nicht. Das heißt, es kann vielleicht Zeichen lesen wie Ä oder Ü, aber sagt, das sagt mir nichts. Mein Editor kann das annehmen, aber LaTeX kann es nicht lesen. Mein Editor kodiert diese Zeichen nicht in ASCII, sondern in irgendeinem anderen, in einer anderen Codeform. Welche ist das eigentlich? Option TechStudio konfigurieren, Editor, Codierung, die heißt hier UTF-8. UTF-8 ist eine ziemlich gute Wahl. UTF-8 gibt es unter Windows, unter Linux, unter Mac, auf allen möglichen Plattformen, ist hypermodern. Deswegen ist dieser Editor so konfiguriert, dass er UTF-8 erzeugt. Aber LaTeX kennt kein UTF-8. Wir müssen LaTeX die Codierung der Eingabe die müssen wir ihm mitteilen. Und damit er sie versteht, müssen wir ein sogenanntes Paket laden. Das ist jetzt das Tolle an LaTeX. Es hat Pakete. Use Package gibt mir die Möglichkeit, ein Paket zu laden. Ein Paket namens irgendwie Package, keine Ahnung, mit Optionen namens Options. Das ist das Tolle am Editor hier. Es sagt mir gleich die richtige Syntax. Und das Paket, was wir brauchen, heißt Input Encoding, aber abgekürzt Input Enc. Und meine Option heißt UTF, haben wir gerade gesehen, 8. Wenn ich das jetzt übersetze, Tools, kompilieren, erstellen und anzeigen, F5, ich mache gleich F5.
dann sagt er hier eine Fehlermeldung. Darauf muss man immer achten. Fehlermeldung. File UTF-8 Definition not found. Das kennt er nicht, UTF-8. Ja, das kennt er nicht. Das ist eine kleine Falle. Es heißt UTF ohne Minus. Sie werden solche Fehler bekommen, dann googeln Sie die und irgendwie kriegen Sie es dann raus. Ich übersetze wieder mit F5 und es funktioniert. Und Sie sehen, ich habe Umlaute. Sehr, sehr praktisch. Sie können Umlaute auch anders erzeugen. Zum Beispiel, indem Sie die in einen Latex-Befehl packen. Der Latex-Befehl heißt slash, Anführungszeichen, U. F5 gedrückt. Auch da kommt ein Ü heraus. Manchmal brauchen Sie das. Da können Sie Umlaute in bestimmten Situationen nicht direkt angeben. Mir ist das mal passiert im Zusammenhang mit Literaturangaben. Und dann kriegen Sie Fehler, entweder Fehlermeldung, erkennt kein Ü, oder komische Fehlermeldungen, die damit Sie anders dann irgendwann zusammenhängt, die nur bei Büchern auftreten, die Umlaute haben im Titel beispielsweise oder ähnliches. Bei Überschriften keine Ahnung, wo das passieren kann. Als Notnagel können Sie eingeben, slash, Anführungszeichen, U. Im Text selber sollte man das nicht tun, denn wenn Sie das tun, dann erkennt er das Wort nicht. Die Rechtschreibprüfung, die hier im Editor vorhanden ist, die würde jetzt bei hübsch nicht meckern, aber vorhin hat sie gemeckert. Also schöner ist es, wenn man solche Zeichen, Sonderzeichen, Umlaute eingeben kann direkt. Deswegen brauchen Sie dieses Input-Encoding. Unbedingt brauchen Sie das. Sie brauchen noch weitere Packages. Zum Beispiel kann LaTeX eigentlich die Umlaute gar nicht drucken. Er hat sie jetzt gedruckt. Sie werden sich gar nicht gewundert haben. Ist ja alles in Ordnung, sagen Sie. Sieht doch gut aus. Nein, sieht gar nicht gut aus. Den Ärger werde ich hier mal kopieren, wenn das gelingt. Und Sie sehen, irgendwas stimmt hier mit den Pünktchen nicht. Auf dem Ä, wenn ich das mal einfach kopiere und in einen Editor eingebe, sehen Sie, da oben sind so ein paar Pünktchen, da ist das A. Das ist kein Ä, das ist ein nachgemachtes Ä. In einem perfekten Satzsystem sollte man aber ein perfekt layoutetes Zeichen für E haben. Das hier ist momentan eine Krücke. Ich muss die Codierung der verwendeten Fonts festlegen. Es gibt Schriftsätze in Tech und die kennen eben erstmal nur die ASCII-Zeichen oder ein paar andere wichtige, aber nicht unbedingt europäische, kyrillische, chinesische, spanische, ist auch europäisch natürlich, mitteleuropäische, südeuropäische, osteuropäische Zeichen kennen die nicht. Die mitteleuropäisch verwendeten Zeichen, in Zentraleuropa verwendeten Zeichen, kriege ich, wenn ich das Paket Font Encoding aufrufe, Font Encoding und dem die Option mitgebe T1. Fragen Sie mich nicht, warum T1? T1 ist das, was Sie brauchen. Googeln Sie es, wenn Sie die Hintergründe kennenlernen wollen. T1 gibt das, was Sie so in Zentraleuropa an Schriftzeichen brauchen. Ob das jetzt nordeuropäische Zeichen sind mit den diversen Sonderbuchstaben oder isländisch, das wage ich zu bezweifeln. Dann muss man etwas anderes laden. Wenn Sie gar nichts laden, sagt er, ich nehme das, was man in Amerika so standardmäßig braucht. Nehmen Sie von Encoding T1. Dann ändert sich erstmal gar nicht viel. Im Hintergrund sieht das ein Tick schöner aus. Wir haben es ja mit einem professionellen Satzsystem zu tun. Das wollen wir ja eigentlich auch, sonst können wir es ja gleich lassen. Es sieht ein Stück schöner aus und wenn ich das jetzt mal kopieren würde, stellen Sie fest, jetzt kann er ein Ä. Ärger sieht jetzt so aus, wie es aussehen soll. Wunderbar. So, wir haben ein erstes Dokument. Das funktioniert, das Umlaute kann, na toll, werden Sie sagen. Dafür haben wir LaTeX nicht gebraucht. Doch, eigentlich schon. Denn wie das hier gesetzt wird, das ist in Feinheiten so, wie es ein Setzer täte. Nicht, wie es grobschlächtig eine Textverarbeitung tut. Die Textverarbeitung können das nicht. Das hier sähe wirklich aus wie ein gedrucktes Buch. Uns fehlt noch eine Kleinigkeit. Zum Beispiel möchte ich gerne eine Titelseite haben. Und der Titelseite kann ich Meta-Informationen mitgeben. Zum Beispiel den Autor. Susi Sorglos. Den Titel, Title, mein erstes LaTeX-Buch, geschrieben am Date, da können Sie zum Beispiel angeben, Today, das wäre auch schön, Today, dann nimmt er immer das Erstellungsdatum, nämlich da, wo er sich gerade beim Übersetzen befindet, oder sagen wir mal, 24. Dezember 1814. Okay, wenn ich das jetzt sehen möchte in einer Titelseite, dann gebe ich einen weiteren Befehl an, Make Title.
Und die kriegen eine simple, aber funktionierende Titelseite. Mein erstes hübsches Latex-Buch, Susi sorglos, am 24. Dezember 1814 gesetzt. Wir können auch mal das heutige Datum verwenden. Today. Dann sehen Sie auch, wann ich das Video erzeugt habe. December 23, 2016, das ist natürlich jetzt nicht das, was wir sehen wollten. Wir würden jetzt sehen wollen, 23. Dezember 2016, das wollen wir eigentlich sehen. Wie kriegen wir das hin? Er nimmt den amerikanischen Standard für solche Ausgaben wie, ich bin in Kapitel, da würde er sagen, I am in Chapter, so und so. Oder würde er sagen, das Datum ist December 23, 2016, statt heute ist der 23. Dezember 2016 wie in Europa. Ich muss ihm irgendwie Fremdsprachen beibringen. Fremdsprachen macht irgendwie im Anhalter durch die Galaxis der Babelfisch. Und hier ist es so, na, dass das Paket auch den sinnigen Namen Babel trägt. Babel kann ich jetzt sagen, nehmen die deutschen Einstellungen. Wenn ich das tue, wird es sagen, ich verstehe dich nicht. You haven't specified a language option. Unknown option Deutsch. Ja, das hätte ich mir denken können. Er möchte es auf Englisch haben. German. Oder gleich N-German, neue deutsche Rechtschreibung. Die brauchen wir für Silbentrennung beispielsweise. Die neue deutsche Rechtschreibung mit der neuen deutschen Silbentrennung. Wenn ich das übersetzt habe jetzt, sehen Sie, 23. Dezember 2016. Wir haben jetzt ein Buch mit einer Titelseite und mit einem tollen Text, der über eine erste Seite geht. Und dieser tolle Text heißt, mein erstes hübsches Buch in Latech gesetzt, das hoffentlich hundertprozentig keinen Ärger macht. Ein bisschen Ärger macht es vielleicht noch, denn bei echten deutschen Büchern beginnt das erste Kapitel auf Seite 1 oder 3, auf einer ungeraden Seite. Ich habe überhaupt noch gar kein Kapitel. Vielleicht sollte ich mal ein Kapitel machen. Wir machen mal ein Kapitel, eine Kapitelüberschrift. Das ist jetzt das Tolle. Sie sagen nicht einfach meine erste Überschrift oder Kapitel und formatieren das dann irgendwie mit einer Formatvorlage. Das würde man in Word es tun. Im schlimmsten Falle würde man es in Word hart formatieren, fett, 14 Punkt, keine Ahnung. Im besten Falle durch eine Formatvorlage, Überschrift Ebene 1. Hier machen Sie das durch eine Anweisung. Sie programmieren. Sie sagen dem Dokument, du hast eine gewisse Struktur und die Struktur heißt, dieses ist das erste Kapitel, die Überschrift des ersten Kapitels. Jetzt weiß er, setze das so, wie ein anständiger Setzer das tut, eine Kapitelüberschrift, erstens. Zweitens, für das Inhaltsverzeichnis weißt du schon mal, auf welcher Strukturebene du dich befindest. Genauso macht man es. Wunderbar. Da kann nichts schief gehen. Ich kann es jetzt mal übersetzen. Und das Ding heißt Kapitel 1, meine erste Kapitelüberschrift, und steht auf Seite 3. Ja, so wollte ich es ja eigentlich auch. Prima. Seite 2 bleibt frei, ungerade Seiten, da darf ein Kapitel beginnen, auf geraden Seiten nicht. Das ist irgendwie in der ganzen Welt so. Nicht in der ganzen Welt heißt ein erstes Kapitel Kapitel 1, sondern vielleicht in Deutschland möchte man einfach eine 1 und dann meine erste Kapitelüberschrift. In Amerika sieht es so aus, da wollen die das so sehen an den Fakultäten. Ja, ich habe nämlich auch die amerikanische Klasse-Book. Es gibt Buch- und Artikel- und Reportklassen und auch Briefklassen sogar. Sie können Briefe schreiben für deutsche Zwecke. Und die hat ein gewisser Markus Kohm erfunden. Die Koma-Klassen heißen sie auch. Koma ist toll. Und die beginnen mit SCR. Und im Falle des Buches heißen sie einfach SCR-Book oder SCR-Artikel, irgendwie etwas angeknabbert, oder SCR-Report. Können Sie ganz schnell googeln, Koma-Klassen von Markus Kohm, SCR-Book, dann finden Sie das ganz schnell. Wenn ich das jetzt übersetze, ändert sich im Hintergrund gewaltig viel. Auf den ersten Blick fast gar nichts. Ja. Und hier, so hatte ich mir das vorgestellt, so ist es jetzt auch. Sie können dem noch sagen, zum Beispiel A4-Paper. Und dann setzt die schöne Klasse von Herrn Kohm das Ganze so, dass es für A4, für DIN A4 gut aussieht. Keine Fehler, alles gut. So sieht das in Sumatra PDF aus. Das ist der Satzspiegel für unser Buch in Sumatra PDF. Wenn Sie für A4 schreiben, hier oben ist relativ viel Platz gelassen, das macht er automatisch ein bisschen mehr in der ersten Kapitelüberschrift.
Ja, schon ein kleines, schönes Buch. Es fehlen noch ein paar Dinge, werden Sie sagen. Heute kriegen wir das nicht mehr hin, demnächst mal in diesem Programm auf diesem Sender.